Hallo, hier ist Clara und es geht heute um die kleine süße Babyschuhchen. Die sind sehr süß und für Anfänger geeignet zu stricken. Das schafft jeder. Die Nadelstärke 3, wie immer. Und Garnstärke in 50 Gramm, 115 Meter. Wir fangen an mit der Sohle, dann stricken wir das Teil, dann kommt hier das obere Teil. So, weil ich ganz ein bisschen Garn hatte, habe ich hier ein bisschen kombiniert und sieht nicht schlecht aus. Jetzt hoffen wir, dass der Rest jetzt für mich bei mir auch ausreicht. So, und es ergab die Größe 9 cm von hier bis hier 9 cm. Also für Neugeborenes und so heranwachsendes Baby bis 5, 6 Monaten, schätze ich mal. Ich habe 34 Maschen angeschlagen und eine Reihe alle Maschen rechts gestrickt. Nachdem wir das gemacht haben, fangen wir an, die Sohle zu formen. Und ihr wisst schon, wie es geht. Wir machen Zunahmen an den Se an der Seite, zweimal in der Mitte. Und einmal an der anderen Seite. Und ich zeige es. Ich habe die mittlere 2 Maschen markiert. Diesmal sind das 2. Von der rechten Seite sind es 16 Maschen, von der linken 16. Und dann noch die 2. Also 32 und 2, 34. Und wir fangen an, die Sohle zu formen. Erste Masche abheben, eine Masche rechts und nach der ersten rechte machen wir einen Umschlag. So, vielleicht so wird das besser wegen dem Fokus. So, eine Masche abheben, eine rechts und ein Umschlag. Und der Rest der Maschen stricken wir bis an die mittlere alle Maschen rein. Wir sind an die 2 mittlere gekommen, die markiert sind, und vor den 2 mittleren machen wir einen Umschlag. Dann stricken wir die mittlere eine, zweite rechts ab und nach dem wir sie abgestrickt haben, noch ein vor den mittleren und nach dem mittleren ein Umschlag. Und den Rest stricken wir alle Maschen rechts, bis hier eine Masche und die Randmasche bleibt. Es ist eine Masche geblieben vor der Randmasche. Da machen wir einen Umschlag, dann stricken wir die nächste Masche rechts und die Randmasche links. Also, da haben wir 4 Zunahmen gemacht. Eine, zwei, drei, vier. Und wir wenden, wir sind in der Rückreihe und in der Rückreihe stricken wir einfach alle Maschen rechts und der Umschlag, den wir vorher gemacht haben, stricken wir rechts verschränkt, damit da kein Loch entsteht. Also bitte die Rückreihe, alle Maschen rechts. Wir sind fertig mit der Rückreihe und wir sind wieder an der rechten Seite, da wo wir wieder die Zunahmen machen. Und ich möchte Ihnen sie jetzt alleine lassen. Sie machen genauso, wie ich vorher gezeigt habe. Einmal hier am Anfang, zweimal in der Mitte und einmal hier am Ende. Also nochmal 4 Umschläge. Also das heißt, es werden immer mehr Maschen und sie machen es noch zweimal, glaube ich. Also so lange, bis sie 46 Maschen an der Nadel haben.
Und dann sehen wir uns. So, wie ich habe jetzt 46 Maschen und die Sohle ist fertig. Jetzt sind wir so weit, wo wir hier diese seitliche Muster stricken. Und das ist Bündchenmuster, geht ganz einfach. Und ich zeige euch, wie es geht gleich. Also, nachdem sie also noch die Rückreihe gestrickt haben, fangen wir an, das Bündchen zu stricken, eine Masche abheben und dann stricken wir eine Masche rechts, eine Masche links, eine Masche rechts, eine Masche links und so die ganze Reihe bitte. Wir haben eine Reihe fertig und die zweite, die letzte Reihe von das Muster. Randmasche abheben. Dann sehen wir hier eine rechte Masche. In die rechte Masche gehen wir nicht in die Masche, die auf der Nadel hängt, sondern eine tiefer. Wir gehen da rein und stricken die rechts ab und fallen lassen. Die linke Masche stricken wir ganz normal. Und dann wiederholen wir die rechte Masche ein. Tiefer rechts abstricken, die linke Masche ganz normal. Nochmal, hier ist die rechte Masche, hier ist die untere, das untere erste Loch rechts, die nächste links und die rechte Masche tiefer, links, tiefer, links, tiefer rechts und eine links und so die ganze Reihe bitte. Wir sind fertig mit der zweiten Reihe und weiter wiederholen wir Reihe 1 und Reihe 2 wiederholen wir stets. Also jetzt stricken Sie einfach ganz normal die rechte Masche rechts, die linke links, rechts, links und an der Rückreihe. Dann gehen Sie da, wo die rechte Masche eine tiefer. Und dann ergibt es so ein tolles Muster. Und hier ist die Höhe. Die Höhe hier. 4 cm oder 8 die hier Maschen, die man zählen kann. Also von hier bis hier 4 cm. Bitte selbstständig stricken. So, ich bin wieder da. Die Höhe ist gestrickt. Wie ihr sehen könnt, ich habe das neu umgestrickt, weil die Farbe doch nicht ausgereicht hat. Und ich habe die anders dann kombiniert. Und das sieht auch nicht schlecht aus. Die Höhe, das waren insgesamt doch nicht 4, sondern 3,5 cm oder ich glaube es 13 Reihen. Also und die hier, die große Maschen, dann sind das 8. Und was noch ich geändert habe, es sind hier zwei Seiten. Und beide sehen nicht gut aus. Ich habe mich aber entschieden für die, die im Moment Rückreihe ist. Hier war ja die vordere Reihe, habe extra das nicht weggemacht. Und hier habe ich mich entschieden. Also das Muster habe ich nur die erste Reihe gestrickt und jetzt weiter formen wir. Also und da. Und da habe ich abgeschlossen die Höhe, also nochmal 3,5 cm sind das. Und jetzt geht es weiter mit der hier, mit der hier oberen Teil. Und es geht erstmal ganz einfach. Wir stricken zwei Reihen, nur rechte Maschen. Also Hinreihe rechte Maschen und Rückreihe auch rechte Maschen. Bitte selbstständig. Zwei Reihen rechts stricken.
Zwei Reihen rechts haben wir gestrickt, es ergab so eine Spur. Und jetzt sind wir dabei, wo wir hier die Maschen reduzieren sollen, damit es hier vorne so ein also das vordere Teil sich formt bei dem Schuhchen. Und das geht so, wir teilen das Teil dreimal, also von Anfang 13 Maschen, von der Seite 13 Maschen und dann mittlere 20. Und die mittlere 20 werden wir dann reduzieren. Am Anfang stricken Sie bitte samt Randmasche, das ist schon die erste. Und so bitte 13 Maschen einfach rechts abstricken. Die 13 Maschen sind gestrickt rechts und jetzt kommen wir zu den mittleren 20. Die 20 Maschen werden wir reduzieren, indem wir immer zwei Maschen zusammenstricken. Und das heißt dann 10 Mal. Ja? Jetzt zwei zusammen, nächste zwei zusammen, das sind schon zweimal. Nächste zwei zusammen, das sind dreimal und so bitte 10 Mal. So, die 10 Mal zwei zusammen und jetzt den Rest kontrollieren. Da habe ich schon gemacht, da sind die 13 restliche. Die stricken wir einfach alle 13 Maschen rechts und die Randmasche links. Das wird die 13. Wir wenden. Und die Rückreihe stricken wir alle Maschen rechts einfach. Und da, wo wir doppelt sie zusammengestrickt haben, die Maschen, damit da keine Lücke entsteht, so ein bisschen strammer die Maschen stricken. Also die Rückreihe, alle Maschen einfach rechts, bitte. Wir sind wieder an der rechten Seite und wir reduzieren nochmal. Zuerst stricken Sie bitte 16 Maschen samt Randmasche, 16 Maschen einfach rechts. 16 Maschen sind rechts gestrickt, die nächste 2 Maschen rechts zusammen, einmal und nochmal 2 zusammen, von vorne einstechen. So, das war's. Und hier bleiben dann 16 restliche Maschen, die stricken wir einfach alle Maschen rechts. So, jetzt haben wir erreicht die Zahl der Maschen, was am Anfang war, und das war 34. So, und wir sind an der Rückreihe und da stricken wir einfach alle Maschen rechts. Alle Maschen rechts, bitte. Wir sind wieder an der rechten Seite, so sieht das aus. Und jetzt machen wir Löcher für die Schnürchen. So kleine Löcher. Und das geht so. Erste Masche abheben. Dann machen wir Umschlag. Und die nächsten zwei Maschen, ich ziehe sie nur ein bisschen von vorne rechts zusammen, zwei. So, und so wiederholen wir Umschlag und dann die zwei Maschen von vorne rechts zusammen abstricken. So, nochmal Umschlag, nächste zwei zusammen rechts von vorne. Und so bitte die ganze Reihe. So sieht das aus. Die Reihe ist fertig. Wir sind an der Rückreihe und an der Rückreihe stricken wir einfach alle Maschen rechts. Und den Umschlag stricken wir von vorne. Wir wollen hier, dass es ein Loch ist. Und so die ganze Reihe, Umschläge und alle Maschen bitte rechts abstricken. Und so sieht das aus. Wir sind an der rechten Seite. Und dann sind nur geblieben die hier noch. Die drei Spuren, das ergibt 6 Reihen in rechts und ich tausche dann zu der Farbe Hellgrau. Sie brauchen das nicht machen, das sieht sehr schön, wenn es einfarbig ist. Bei mir war das nur der Zufall, wegen, ich habe ja schon gesagt, wegen der
dass das Grau zu wenig war. Also, ich stricke jetzt einfach. Wir sind an der rechten Seite. Ich stricke jetzt einfach 6 Reihen, einfach rechts. Hinreihe rechts, Rückreihe rechts. Und das ergibt dann so 3 Spuren. Also bitte selbstständig 6 Reihen rechts stricken. So, die 3 Spuren sind da. Und jetzt sind wir da so weit, wo wir die Maschen einfach abketten. Und das geht ganz einfach. Wir nehmen gleich von Anfang 2 Maschen zusammen und stricken die von hinten rechts ab. Fallen lassen, die Masche zurücksetzen und die nächste 2 Maschen zusammen. Masche zurücksetzen und die nächste 2 zusammen. Und dann entsteht so ein Zopf und das machen wir die ganze Reihe. Die 2 letzten Maschen stricke ich zusammen und dann ziehe ich den Faden ein bisschen länger, damit ich da die Seiten vernähen kann. So. Als nächstes müssen wir hier die Schwänzchen, die hier bei mir beim Farbe wechseln entstanden sind, zwischen den Maschen hier an der linken Seite, zwischen den Maschen vernähen. Ich mache das mit der Häkelnadel. Und gehe hier entlang. Masche für Masche vernähe ich da den Faden. Und das mache ich auch mit den anderen hier auch. Ich führe das ein bisschen runter hier. So. Und noch eine Reihe runter. Die Farbe gehört hier zu hellgrau. Und das gleiche mache ich auch hier zwischen den Maschen. Einfach den Faden vernähen. So. Machen Sie das bitte selbstständig und dann sehen wir uns und vernähen dann den Schuh hier zusammen. So, es sind 2 Fäden geblieben hier, den habe ich gerade extra ein bisschen länger. Da konnte man mit dem Faden eigentlich den ganzen Schuhchen zusammennähen, aber da ich hier von der Sohle noch ein Stück habe, dann nutze ich ihn erstmal. Und Sie wissen es schon, wenn Sie auf meinem Kanal sind, aber ich zeige es nochmal. Wir legen das Teil zusammen. Die rechte Seite ist von innen. So. Wenn Sie zweifarbig sind, dann passen Sie auf, dass hier die sehr gut zusammenpassen. Und am Anfang gehe ich erstmal durch die 2 Maschen, also Laschen hier. Das ist die ganze. Und führe die hier durch. Und da es der Anfang ist, mache ich zweimal da rein, so wie eine Befestigung. Kann man auch hier durch. So. Dann lege ich zusammen und hier dann in diese weiter häkele ich die zusammen, die von innen, die zueinander sind, von innen die halbe Fäden hier. Ganze Masche wäre hier und ich gehe zu denen, die von innen sind und ziehe den Faden einfach durch und so Masche für Masche.
geht zu den Fäden, die zueinander näher sind, und zieh den Faden einfach durch. Und hier kommen wir zu dem Teil, wo man nicht so gut die, hier haben wir doch, der Anschlag war hier, und hier kann man es nicht so gut unterscheiden, die Maschen, wo die Maschen sind. Ja, aber kann man trotzdem hier, die sind kleiner. Und ich versuche so zu den, auch genauso zu den mittleren. Und hier sind die, hier ist eine und hier die andere. Und dann gehe ich die ganze Sohle so auch durch. Nicht so stramm. Und hier die Seite. Und dann hier mit der Seite von oben gehe ich dann bis an die Stelle. So, ihr Lieben, wir haben es geschafft. Leider ist in Hamburg das Tageslicht sowas von kurz. Heute, es ist nur geblieben ein Schnürchen. Hier habe ich einfach von dem gleichen Garn gehäkelt. Luftmaschen gehäkelt, nachher hier die Röste auch dazwischen vernäht. Und gerade bin ich auf die Idee gekommen hier. Sieht auch super toll aus. Das ist fertiges Ding. Also fertige Band, ja, wahrscheinlich Band. Und mal sehen, was ich, also ob ich das so lasse, ob ich den Band da rein mache. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Und ja, viel Spaß beim Nachstricken und bis zum nächsten Mal.